einfach aufgehängt. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Aber er ist im Club. Du hast es schon überlegt wegen dem Radio Spötli. Der halt nicht. Was ist die Suisse, was bringt's uns? Sind das nicht die mit diesen Ringtones? Sind das nicht die mit diesen Copyright, bei denen wir unsere Plagiaten umstellen auf Spotify? Sind alle so lackieren, blechte Seele und schicken unsere Rechnungen den Schuppen von der Partyszene? Das sind doch die, die immer kommen, gerade bevor wir von unserem Vermieter Kündigung bekommen. Die mit dem Brief von der Arsch reden, gerade bevor man die Musik aufgeht und auf die Straße säckelt. Immer dann, wenn Karriere willst beenden und dann merkst, dass es gleich noch für ein Album wird länger. Wieder mal nicht so viel los heute, wie es scheint. Hast du schon mal überlegt, ein Commercial zu machen? So ein bisschen Campaigning, ein paar Ads schalten oder so, um das Geschäft ankurbeln? Vielleicht hat sie ja recht. Ein Radiospot? Warum eigentlich auch nicht? Ah, der Ueli. Trio Asale. Suisa. Moment, das sind doch die gleichen wie von dieser Rechnung. Ja, eh. Was mache ich überhaupt mit dieser Rechnung? Ah, ich frage mal den Dave. Der kennt sich sicher aus mit so Zeug. Ja, salut, da ist der Louis. Los, ist der Dave umweg? Mhm. Aber er ist im Club. Nein, 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 der ist gut. Nein, dann komme ich schnell vorbei. Ciao. Ich gehe zum Koffer jede Woche und sehe aus wie ein Salzjoghurt. Ah, das ist wohl. Ah. Finde ich immer noch grossartig. Das hat Potenzial. Ja, ja, schon klar. Du hast das schon überlegt wegen dem Radiospötli? Ja. Das weißt du nicht, glaube ich. Gestern habe ich doch tatsächlich noch den Henrik getroffen. Das ist ein super Produzent und der ist unter mir noch gefallen. Ja. Mhm. Geh doch mal vorbei. Morgen ist er im Powerplay-Studio. Ja, ich schaue mal. Überlegen wir es noch. Ich muss das ganz dringend nehmen. Ja, also du, er erwartet dich morgen, gell? Return on Investment! Ja. Hallo? Der halt nicht. Dave, alles gut? Ja, bestens, dich auch. Gut, gut, gut. Los, du bist ja da so der Profi, was das Musikzeug anbelangt. Ich habe eine Rechnung bekommen von einer Suisa für Hintergrundmusik in meinem Coiffeurladen. Seht ihr das etwas, Suisa? Ja, sicher. Was ist das? Was machen die? Es geht dort um die Nutzung der Urheberrechte, die du zahlen musst. Du zahlst das auch? Ja, sicher. Aber ich meine, hier da spielen jetzt Bands. Die bekommen auch Gage. Mhm. Und dann zahlst du noch Suisa obendrauf. Das ist ja so. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Komm, ich zeig's dir schnell. Heute Abend haben wir ein Konzert, das stattfindet. Du siehst, wir sind jetzt im Aufbau im Moment. Und wir wissen ja nicht, welche Songs genau gespielt werden, wer der Urheber ist von den einzelnen Songs. Ah, okay. Die Songs, die gespielt werden, das können Covers sein, da kann irgendeine andere Künstlerin den Text geschrieben haben. Ja. Und wie weiss der Suisa, welche Songs sind gespielt worden? Wir bekommen am Ende des Konzerts eine Setliste und die geben wir ab. Ah, und wie ist es bei den DJs? Meine, die spielen ja einfach irgendetwas. Ja, bei den DJs gibt es so eine Hitbox, die eruiert, welche Songs zu welchem Zeitpunkt wie oft gespielt werden. Ah, okay. Hey, sorry, da ist jetzt gerade irgendwie ein Weltuntergang. Ja. Tut mir leid. Oui, Louis, c'est moi. Lass, ich bin voll im Seich. Wer ist der Yvon? Yvon, c'est un très bon ami. Alors, donc, tu la prends après le concert, tu la gardes pour le week-end, ok? Ja, aber. Non! Non, mais y'a pas de mail, oui. Non, mais c'est à chaque fois la même chose, j'en ai marre. Hallo? Hallo? Einfach aufgehängt. Pianen. Also, Suisa hat sogar dort die Finger im Spiel. Das kann recht kompliziert und teuer werden. Ich glaube, sonst gibt es recht Ärger. Wu-Tang, wie viel?